Hi Freunde und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es gibt endlich wieder einen Fashion Haul. Es ist so lange her. Aber here we are. Jedenfalls habe ich ganz, ganz viele Sommersachen von Milania Shop geschickt bekommen. Und deswegen ist es auch eine Dauerwerbesendung, denn alle Sachen sind von dort. Deswegen muss ich das so markieren. Also seid nicht schockiert. Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Das erste Teil habe ich auch schon an. Und zwar ist es dieses wunderschöne Kleid. Das ist hier so ein bisschen überschlagen vorne. Unten geht das auch so ein bisschen überkreuz, sage ich jetzt mal. Das hat halt so diesen, ja, fast glitzerigen Stoff schon in so einem Altrosa. Es sieht super schick aus. Man kann es so First Date mäßig anziehen. Man kann es anziehen, wenn man irgendwo schick hingeht, wenn man auf eine Hochzeit als Begleitung geht. Es geht irgendwie für alles. Ich bin absolut verliebt. Ich trage übrigens in allen Klamotten entweder Einheitsgröße, wenn es Einheitsgröße ist, oder S. Dann geht es weiter mit einem Jumpsuit, und zwar ist das dieser Midi-Jumpsuit. Der hat hier eine richtig schöne Brustpartie. Übrigens, wenn das hier so locker ist, finde ich, macht das immer richtig schöne, volle Brüste. Dann ist der hier in der Mitte einmal so gecuttet und die Beine sind halt, wie gesagt, so drei Viertel lang und halt ganz, ganz locker, mega gemütlich. Ich hatte jetzt nur das Problem, sag ich mal, dass für mich dieser Ausschnitt ein bisschen zu groß war. Deswegen habe ich hier so eine Sicherheitsnadel einfach von innen ran gemacht, sodass das perfekt sitzt. Richtig schön gemütlich. Sieht richtig, kann man wirklich schick anziehen mit hohen Schuhen. Aber ich habe es jetzt zum Beispiel auch ins Freibad einfach mit irgendwelchen Latschen angezogen. Geht beides. Richtig gut auf jeden Fall. Dann habe ich einmal ein Kleid. Das habe ich auch schon anprobiert. Und zwar ist das dieses hier. Wo soll ich anfangen zu erklären? Die Ärmel sind so ein bisschen gerafft, die sind so ein bisschen nach oben, so in so einem faltigen Look. Der Ausschnitt ist wieder so übereinander gelegt. Es ist vorne etwas kürzer als hinten, beziehungsweise hinten ist es lang, vorne ist es relativ kurz, was sich aber super schön überschlägt. Man kann hier entweder diesen Gürtel, beziehungsweise dieses Band nehmen, was hier schon dran ist, oder ich persönlich würde jetzt halt einen richtigen Gürtel drauf anziehen. Es sieht, muss ich sagen, mit flachen Schuhen gefällt es mir nicht so gut. Mit hohen Schuhen ist es so, so wunderschön. Ihr seht das jetzt getragen. Also wirklich richtig cool. Kann man auch wieder im Alltag anziehen oder wenn man irgendwie was Besonderes vorhat. Wir kommen zu meinem absoluten Lieblingsteil neben diesem Kleid, muss ich sagen. Und zwar ist es ein Jumpsuit, ein kurzer. Und bitte, wie wunderschön ist der. Das ist auch so der erste Jumpsuit, der nicht durchsichtig ist, aber ich muss auch sagen, ich trage immer dann so hautfarbene Unterhosen drunter, die auch nahtlos sind und dann nicht so einschneiden. Und dann klappt das wunderbar. Und ja, hier in der Brustpartie ist so ein ganz, ganz dünnes Pad drin. Also man braucht im Prinzip keinen BH, was richtig gut ist. Die Träger lassen sich einstellen. Hier am Rücken ist es so ein bisschen gerafft, das heißt, das passt da auch eigentlich super, sitzt perfekt, nicht zu lang, nicht zu kurz, zu lang sowieso nicht. Und fällt richtig schön locker und ich finde das Muster einfach so, so schön. Ich bin so verliebt in dieses Ding. Das nächste Teil, haltet euch fest, das ist ein bisschen extra. Und zwar ist das dieses zerrissene Kleid. Klar, man kann es nicht auf der Straße anziehen. Ich wollte das unbedingt für Ibiza haben. Ich fliege am Ende des Monats nach Ibiza und das einfach unter einem Bikini auf so einer Beachparty, über einem Bikini, auf einer Beachparty kommt, glaube ich, übertrieben krass. Hier sind halt so richtige Cutouts drin und das ist super extra, aber für Ibiza geht das auf jeden Fall klar und ich freue mich so, das anzuziehen. Jetzt habe ich wieder ein gemütlicheres Teil und zwar ist das wieder ein Jumpsuit, beziehungsweise wie nennt man denn die lange Version davon? Overall, oder? Und der ist auch, der hat so eine 7/8 Länge, sowas zwischen 3 Viertel und 7 Achtel. Der ist blau-weiß gestreift, so, ja, so blau-grau, aber für mich ist das mehr blau. Hat oben so eine Knopfleiste, hier hat er wieder so ein Band, damit man das schön eng ziehen kann. Und die Beine sind auch wieder ganz locker und luftig. Das würde ich jetzt nicht mit High Heels anziehen, weil es dafür einfach vom Stil her nicht schick genug ist, finde ich. Kann man aber vielleicht, der ein oder andere kann es natürlich trotzdem so tragen. Ich würde dazu einfach richtig coole Schlappen anziehen oder Sandalen und dann, ja, ist das richtig, richtig gut für den Sommer auf jeden Fall. Jetzt haben wir noch ein Kleid und für dieses Kleid habe ich so Komplimente bekommen. Ich war mir richtig unsicher, weil ich immer nicht so weit, also ich fühle mich nicht so wohl in so langen Kleidern, weil ich immer denke, mir steht das irgendwie nicht, keine Ahnung. Jedenfalls ist das ein 7/8 Kleid, würde ich jetzt mal behaupten. Also es geht so bis zur Mitte von der Wade. Es hat hier so eine komplette Knopfleiste und in der Mitte hier ist so ein Schlitz.
Es macht ein super schönes Dekolleté, muss ich sagen, was ich gar nicht gedacht hätte. Aber es sitzt wirklich perfekt, die Farbe ist richtig schön. Ja, was soll ich dazu großartig sagen? Super bequem, dünner Stoff. Da muss man wirklich dann auch eine nahtlose Unterhose drunter ziehen. Sonst schneidet das ein und das sieht etwas unvorteilhaft aus. Wir machen mal kurz mit einem Accessoire weiter. Und zwar könnt ihr auch diese Sonnenbrille bei Melania Shop kaufen. Das ist diese Kim Kardashian Sonnenbrille, nach der immer jeder fragt, egal wer sie anhat. Mittlerweile, glaube ich, hat die schon jeder, aber die könnt ihr auf jeden Fall dort auch kaufen. Die habe ich jetzt in schwarz und ich habe sie ja auch nochmal in diesem braunen Leo-Muster. Dann haben wir einen Jumpsuit. Den hatte ich schon an und den habe ich mir schon auf der Arbeit mit Blondierung versaut. Übrigens habe ich auch aus Versehen das Schild dran gelassen, hat aber keiner gesehen. Der ist so schön. Also, der hat so einen ganz, ganz dünnen Stoff, was richtig gut ist, weil es so luftig war. Die Beine sind schön breit und locker. Er geht mir so bis zu den Knöcheln, würde ich mal sagen. Ich habe jetzt, hier ist auch wieder so ein Band als Gürtel dran. Ich habe aber wieder einen ganz normalen, meinen eigenen Gürtel drüber gezogen. Und der Ausschnitt ist wieder so überkreuz, wie jetzt bei meinem Kleid und auch bei den anderen vier Sachen. Der sah aber super schick aus. Auch hier auf jeden Fall High Heels und flache Schuhe geht beides. Super bequem für den Sommer, super luftig, locker, absolut empfehlenswert. Dann habe ich noch ein ganz süßes Oberteil und zwar ist das eine Bluse. Die ist so ein bisschen transparent, wie ihr wahrscheinlich seht, aber mit einem schwarzen BH drunter ist das Wichtigste auf jeden Fall überdeckt und eigentlich ist das hier auch, weil es so doppelt geschlagen ist, auch nicht durchsichtig, nur hier unten ist es so leicht transparent. Hier in der Mitte ist so eine Schleife, das macht auch ein extrem schönes Dekolleté, wenn man das so trägt und ja, ist so ein süßes Sommerblüschen. Dann habe ich noch ein Teil und das da bin ich mir noch nicht so sicher, ob ich das wirklich tragen werde. Das ist nämlich auch ein langes Kleid. Das ist aber auch hier so ein bisschen überschlagen wieder unten. Hat wieder so ein Seilband als Gürtel. Und hier oben ist so ein Spitzeneinsatz, wie ihr seht. Übrigens gibt es die Sachen auch immer noch in verschiedenen Farben. Also die meisten gibt es wirklich immer in vielen verschiedenen Farben. Aber ich trage ja nicht so bunte Farben, deswegen ist bei mir jetzt meistens alles so schlicht gehalten. Ja, also lasst mich mal in den Kommentaren wissen, was eure Meinung dazu ist, zu dem Kleid. Take or toss, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Und als letztes Teil, und das ist jetzt auch nicht unbedingt ein Sommerteil, aber manchmal ist es ja wirklich abends wieder etwas kälter, habe ich so einen Wasserfallmantel. Und zwar ist das dieser hier, wieder in so einem Oliv. Ich trage im Moment irgendwie sehr gerne Oliv, weil das halt, das ist so genau meine Augenfarbe und deswegen matcht das dann immer sehr schön. Ja, wie gesagt, der ist so ein bisschen wasserfallmäßig geschnitten von innen schwarz, hat hier wieder so ein Band als Gürtel und ist so zum Überziehen eigentlich wirklich sehr, sehr schön. Und ich finde, Oliv passt eigentlich auch zu allem Gedecktem. Jetzt nicht so rot oder so, aber ihr wisst schon, was ich meine. Weiß, schwarz, grau, sogar so ein leichter Beige-Ton kann man immer überall so anziehen. Deswegen war der auch mit dabei. Ja, das waren alle Sachen. Lasst mich in den Kommentaren wissen, was ihr von den Sachen haltet. Und was ich euch noch sagen wollte, was wollte ich euch denn noch sagen? Achso, ich habe natürlich einen Rabattcode für euch. Und zwar lautet der MAYA15. Alle Sachen sind unten verlinkt. Ihr findet unten den Shop, ihr findet nochmal den Rabattcode. Ihr findet wirklich alles, was ihr braucht. Lasst mich in den Kommentaren wissen, wie euch die Klamotten gefallen haben. Gebt mir gerne ein Däumchen nach oben. Abonniert meinen Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Muah!